Buongiorno, meine kleinen Makronis, zu einer neuen Folge von Marluxi Paper Jam Bros. Ich habe eben offscreen ein bisschen an meinem Kartenset gebastelt und jetzt machen wir uns auf dem Weg nach Britannia City. Da oben müssen wir hin. Aber noch tippen, Mann. Halt. So möchte ich das gerne haben. Wir waren vorhin aber noch offen, oder nicht? Ach, Arschloch! Oder sind die jedes Mal wieder neu zu? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die Gegner hier kaputt schlagen. Ah ja, die haben ja überhaupt keine Chance. Toll, mit 146, die armen Goombas. Yeah, mal gucken, wie viele wenig. 6 Erfahrungspunkte. Wow, die Flagge bewegt sich überhaupt nicht. Die armen Opfer, ey. Haben wir überhaupt keine Chance mehr. Ich meine, hatten sie noch nie. Es sind Goombas, aber... Heieiei. Ich würde mal sagen, wir rennen einfach mal schnell durch. Jo, alle Blumen wieder zu. Heieiei. Bams! Das wüsste ich aber, dass du mich hier nochmal, ne? Und so. Sehr schön. Dann wollen wir den mal jetzt ordentlich auf die Fresse geben. Die drehen wir einfach mal alle um. Umdrehen und umdrehen. Die habe ich jetzt noch nicht nötig. Aber ihr habt es nötig, euch in Acht zu nehmen. Vor Luigis Schuhsohle. Einfach mal machen. Ups, toll. Und das reicht trotzdem nicht aus. Schade. Ah, sieh mal eine an. Da habe ich eine Kopie gekriegt. Ach, ist das toll. Weil ich habe mir das ja angelegt. Ach, ist das toll. 25%. Ach, ja, machen wir einfach mal. Wir haben es ja. Mehr Erfahrungspopel braucht das Team. Yeah. Und jetzt können wir erfolgreich sie umlümmeln. Jetzt wäre auch das, die Kampfkarte gut beim nächsten Angriff mehr Erfahrungspunkte kriegen, aber ist auch wurscht. 93, das kann sich besser sehen lassen als 6. Und wir stürmen voran. Ich möchte mich endlich in den Boden graben können, weil hier überall Sachen dafür sind. Ach, sieh mal einer, guck. Das haben wir ja auch noch hier. Habe ich schon wieder ganz vergessen, dass wir sowas hier noch haben. Kampferhose, okay. Alles klar, ich kann mich jetzt also auch einfach da so rüber. Die reinste Abkürzung gefällt mir. Ich müsste eigentlich, glaube ich, auch da oben jetzt weiterkommen, oder? Oder kommt es erst später? Ich weiß es nicht. Ah, Mann. Scheiße, Entschuldigung. Hätte ja auch mal außerhalb der Aufnahme passieren können, aber ist ja auch wurscht. Näschen. Hilfe, Bomben! Ah, Hilfe, Bomben! Ich habe solche Angst. Nee, ich komme noch nicht dadurch. Schade. Ich lasse mal die Bomben in Ruhe. Die haben ja nichts getan. Noch nicht. Oh. Wow. Am Boden und schon wieder oben. Es am Boden. Dann wieder oben. Einmal hier umdrehen. Brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Und nie wieder mit Feuer angreifen. Lohnt sich nicht, nur einen damit zu treffen. Machen wir mal lieber so. Au. Mann. Ich möchte doch nur töten. So, machen wir mal mit den hier. Damit die Bomben, die ist jetzt auch wieder neu dabei. Damit die Bomben noch mehr Erfahrungsprobe bringen. Muss sich ja irgendwie lohnen, ne? Komm mal her, mein Kleiner. Wer hätte ich den unteren Stapel nehmen sollen? Ist ja aber auch wurscht. Wo bleibt der Spaß, wenn sie uns mit der Explosion nicht die Sicht verderben? Gesinnet des Gegenangriffs. Er wurde auch Zeit. Machen wir einfach mal. Einfach mal alles aktivieren hier. Vielleicht bringen wir sie jetzt alle mit einem Schlag um. Nehmen wir die da unten. Ja, yeah, letzte hat natürlich wieder nicht geklappt. Aber egal, jetzt kommen ganz viele Bomben.
Ach, leck mich doch, ey. Was für eine Kacke. Au. Was für eine Pleite. Au. Na gut, die eine Kampfkarte habe ich verschwendet, aber ist ja auch egal. Und dafür haben wir noch die andere. Aktiv. Tschüss. Und ein Geschenk für uns, Bonbon. Och, ein Superpilz. Nice. 144. Wenn das so weitergeht, kann ich irgendwann die ganzen normalen Pilze verkaufen, weil wir dann nur noch die guten Pilze haben. Ja, damit. Ja. Yeah. Auf dich habe ich keine Lust, habe ich gerade so spontan entschieden. Und endlich kommen wir da hin. Guck mal da oben. Guck dir das mal an, ey. Das ist ja... Die Papiermutant-Tyrannia, wie nice. Zwielicht, Forst. Okay. Oh, war noch aktiv. Alles klar, Mutant-Tyrannia als Papier. Zu Hilfe! Moment mal. Haben wir den nicht schon einmal besiegt? Und dann noch einmal? Ich versuche mich kurz zu fassen, sodass ihr euch auf meine Rettung konzentrieren könnt. Ich hab's auch eilig, glaubt mir. Aber bitte drückt trotzdem nicht, um meine Erklärung vorzuspulen. Also, kurz gesagt, ja, ihr habt Mutant Tyrannia ja besiegt. Um die Texte zu beschleunigen. Aber das hier ist die Paper-Version von Mutant Tyrannia. Ein feiner Unterschied. Diese Papiermonster-Sache entwickelt sich zu einem ernsten Problem. Papiermonster, die vom Himmel regnen, Toads mit schlotternden Knien. Muss ich deutlicher werden? Das Pilzkönigreich steckt inmitten einer seiner schlimmsten Krise. Die beiden Marios sind die einzigen, die sich dieser Katastrophe in den Weg stellen. Bewaffnet allein mit ihrem Heldenmut. Na gut, und vielleicht mit einem Hammer. An ihrer Seite steht Luigi, sein kühner Blick voller Wagemut und Tatendrang. Auch wenn er ihn erstaunlich gut versteckt. Diese drei Helden stehen zwischen dem Königreich und dem sicheren Verderben. Doch können sie es retten. Halt endlich die Fresse! Genau, schmeiß ihn einfach weg. Ich hatte keinen Bock mehr, ihn zu lesen. Danke, das spart uns wertvolle Zeit. Ja! Wie gut, dass sie nicht brüllen kann. Dann wollen wir mal. Okay. Nein! Wie gut, dass ich das alte Mal. Was zur Hölle? Alter! Willst du mich verarschen? Ey! Okay. Ah, eine liegt schon mal down. Da kommt er wie gerufen. Ah, ich hab nicht genug. Okay. Halt, warte. Ich würde mal sagen, wir versuchen es einfach mal damit. Sollen wir sie ganz ausschalten? Mach ich einfach mal, ne? Mal gucken, ob es was bringt. Ich habe keine Ahnung. Endlich kommt mal ein Papierboss. Können wir sie nicht zerschreddern? Na, anscheinend nicht. Okay. Jetzt machen wir den hier mal. Ist jetzt auch neu drin. 25 statt 20% und ein bisschen weniger Kosten. Sehr geil. Machen wir mal auf den hier. Auf den fetten Stapel. Yay! Wir kämpfen gegen Paper Tyrannia Mutant. Ach, leck mich doch, ey. Ich hab doch gedrückt, du Penner. Yay. Auch mal drauf springen. Yeah. 4 Kopien sind schon hinüber. Mann. Ist schon irgendwie ulkig. Ich hab doch... Mann! Blöd, Mann!
Na warte, das ist mein Bruder, den du da haust. Platz. Ich hab doch gedrückt, ey. Da. Oh, was soll's, ich greife einfach an. So, komm. Da war noch eine Kopie? Jetzt sind es ja schon 7. Meine Fresse. Wie viele noch? Nein. Ja. So schon viel besser. Yes! Alle sind am Boden. Nein! Schweinerei! Au. Ja, genau, haut euch selber. Ihr Deppen. Da ist einer kaputt gegangen, sehr schön. Das sollte jetzt ordentlich reinhauen. Mal gucken. Ob es wirklich ordentlich reinhaut, ich habe keine Ahnung. Yes, es haut sehr gut rein. Woohoo! Ich drehe das Ding jetzt endlich mal um, damit wir neue Karten kriegen. Und noch einmal den hier. Aber diesmal ohne es zu verkacken, bitte. Danke. Voll cool. Gefällt mir der Kampf. Yeah. Volltreffer. Und noch ein bisschen Feuer. 128. Yay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den da oben angreifen muss. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe echt keinen Plan. Ah, schon irgendwie geil. Ja, dann komm mal her. Du völlig unscheinbare Kopie. Eines Originals. Dann wollen wir mal. Hoffentlich habe ich den richtigen erwischt. Ich weiß nicht. Yeah! Steig hoch hinauf in den Himmel. 1736. Okay, 1780 sogar. Nice. 21 und die Deko fällt aus 900. Ein Dalmatiner Schadenspunkte. Nice. Flatter, flatter, flatter. 122. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Möchte ich dich nochmal bewegen? Machen wir mal den hier. Ja, dann komm mal her. Paper Mario fordert uns an. Yeah. Auf jeden, alles und jeden. Autsch, da oben war der Penner. Okay. Jetzt müsste er ganz unten sein. Ah, verdammt. Ah, ich wollte nicht umdrehen. Scheiße. Machen wir den hier. Ich meine, er war es. Jo. Sehr schön. 40. Okay, ich habe ihn im Blick. Er hier. Yeah! 41. Oh, alle wieder da, okay. Er ist, glaube ich, sauer. Ach, jetzt kommt das schon wieder, alles klar. Selbe billige Taktik. Ach du Heiliger, wie soll ich das denn? Boah, wie assi! Natürlich ist Mario hinüber. Eieiei. Das war jetzt voll scheiße von dem, ey. Sollen wir den hier einmal hochhallen? Yay. Wenn Mario jetzt als nächstes darf, dann. Okay. Aua. Hat's Paper Mario wieder umgehauen.
Ich mache erstmal Supernuss auf alle. Yeah! Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Ah, ganz toll, es geht das los. Ach, jetzt darf er wieder. Okay. Links, rechts, links, rechts. Das ist doch scheiße, ist das, ey. Was für ein Kackangriff. So kann man doch gar nicht hinterher, oder? Muss ich einfach nur einzeln springen? Hä? Wieso hat er denn Schaden gekriegt? Wie dumm. Ich meine, stört mich nicht, aber hey. Komisch irgendwie. Ja, ich darf wieder. Einfach mal springen. Wer den letzten verkackt. Ich hab doch losgelassen. Penner, ey. Das war der Richtige. So. Meine Herren. Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte... Warte mal. Den hier erstmal machen. So. Meine Herren, ey. Jetzt kann ich erstmal die Supernüsse einsetzen. Dass wir wieder ordentlich hochgeheilt sind. So. Jetzt geht das wieder los. Ich gucke erstmal, ob ich jetzt auch einzeln springen kann. Alles klar. Okay. Ach, Mann, ey. Boah, ist doch affig, ey. So, wenigstens das hat geklappt. Alles klar, jetzt muss ich warten, bis der erste zu sehen ist. Ich habe immer Angst wegen dem Timing, darum springe ich immer irgendwie doof. Aber ist ja auch egal. Wenigstens den haben wir jetzt geschafft. Blöd, Mann. So. Aber mal wieder drauf springen. So, bitteschön. 36 Schaden, nur für dich. ob es... Ach, der in der Mitte. Okay, alles klar. So, bitteschön, nur für dich, mein kleiner Freund. Hoffentlich hauen wir das endlich mal kaputt, ey. Der nervt langsam. Eieiei. So. Bams. Na, wie gefällt dir das? 112? Endlich. Und ein fettes Geschenk für uns. Das wird ja ein Spaß, den erstmal als Extra-Boss wieder zu plätten. Irgendwann mal. Huiuiui. Sammlerhose. 813. Geiler Scheiß. Yeah. Und... Wow! Sag ich doch. Und? Sag ich doch. Erfolgreich! Bams! Meine Herren! War das ein Krampf? Mützen! Okay, hier ist erstaunlicherweise nichts mehr. Okay, donkey. Gut, dass der Tod weg ist. Der war nämlich ein bisschen nervig. Warte. Wir haben Items, neue Ausrüstung gekriegt. Da wollen wir mal kurz gucken. So, mal kurz. Die Kämpferhose. Verteidigung geht runter, das geht aber hoch. Okay. Na, ich weiß nicht. Die Sammlerhose erhöht deine Verteidigung abhängig von der Vielfalt der Karten in deiner Hand. So, machen wir mal. Sehr schön.
würde ich mal sagen, geht's jetzt auf in den Dschungel, in den Forst. Sprach der Horst. Ach, schon wieder tot. Yoshi, das ist ein Yoshi! Ein knuffiger Yoshi. Oh, da sind ja Mario und seine Freunde. Hallo! Martin, der Bart ist voll. Wisst ihr, in letzter Zeit treiben sich viele von Bowsers Schergen im Wald herum. Ich wusste es! Sie führen etwas im Schilde, so viel ist sicher. Ich konnte sie dabei beobachten, wie sie an einem verdächtigen Tor gewerkelt haben. Jetzt fange ich wieder an, rumzuquatschen. So, dass sie noch all diese Papierbäume und Felder aufgetaucht. Mal abgesehen von den ganzen Papierschurken, die hier aus dem Nichts aufgetaucht sind. Habt ihr irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Nö. Das ist so gruselig. Genau. Und wie Luigi schon bemerkt hat, wir arbeiten an einer Lösung. Puh, das ist wirklich eine Erleichterung. Falls ihr noch etwas braucht, könnt ihr hier im Dorf ein paar Besorgungen machen, bevor ihr euch auf den Weg begebt. Die Katze ist aus dem Sack und jeder scheint zu wissen, dass wir zum Spiegelbildberg ziehen. Meine Fresse. Kackname. Dann packen wir mal unsere 7 Sachen und suchen und machen uns dorthin auf die Socken. Ich habe mehr als 7 Sachen dabei, du Blödmann. Da ist schon mal nichts. Schön schattig hier. Super Pilz. Super Pilz. Bumsi Bums! Ja, oh, 5er-Münzen, nice. Im westlichen Teil des Waldes soll es spuken, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, weil du Angst hast und nicht hingehst, lass mich raten. Schissbutze. Erstmal ein bisschen Kleingeld verdienen. Oh, 5. Geil, wir kriegen 5er-Münzen. Oh, ich freue mich. Endlich lohnt sich der ganze Schmarrn hier mal. Nice. So viel Money, Money, Money. Wofür das ist, weiß ich nicht, aber egal. Hallo, das ist doch irgendwie verhext, ey. So, der Part ist voll. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich möchte jetzt hier noch weiter rummachen. Alles in der nächsten Folge zu seiner Zeit, wenn wir wieder ein bisschen einkaufen gehen. Und dann mal gucken, was uns hier noch so erwartet. In dem Sinne, Arrivederci, meine Kamakoronis, bis zur nächsten Folge, gleich morgen. Tschüss.